Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls, Prepare to Die. Das letzte Mal sind wir etwas peinlich an der Hydra verreckt. Ja, ich habe mir nur gerade noch ein paar Seelen geholt, um meine Waffen und so zu reparieren. Da muss man ja bei Katanas gut drauf achten. Irgendwie sind immer meine Frames so niedrig, ich weiß auch nicht. In letzter Zeit. Ich werde etwas wahr machen, was ich schon angekündigt habe in einem der letzten Parts. Ich werde etwas kürzer aufnehmen. Ich will es selber nicht, aber zum einen bekomme ich dann mehr Content für euch hin. Und zum anderen, na komm, und, so, Ende Gelände, mein Freund. Und zum anderen, ja, geht die Verarbeitung auch schneller. Wisst ihr? Da ich mir überlege, nämlich vielleicht in naher Zukunft. Ich kann auf gar keinen Fall sagen, wann, Leute, aber ja, so, keine Ahnung, irgendwann halt mal ein paar mehr Videos die Woche zu bringen. Ist das bei meinem. Scheiße. Ja, da war ich unkonzentriert, da habe ich aufgepasst. So ist Dark Souls. Ah, geil! Ja, das ist ein schöner Einstand für diese Folge. Super. Das ist toll. Was wollte ich überhaupt heute machen? Hydra wollten wir nicht nochmal machen, da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Seht ihr Leute, ich laufe los und rede, ohne zu wissen, wo ich lang will eigentlich, weil ich habe kein Konzept. Heute war kein Konzept, heute war ohne. Achso, ich wollte in die Schandstadt. Seht ihr, ich habe nämlich auch keine Seelen und nichts. Ich bin da nichts gebunden momentan. Jetzt können wir das mal mit der Rüstung probieren, die ich euch noch zeigen wollte, die ich sehr schön finde. Weil sie eigentlich ganz guten Schutz bietet, dafür, dass sie eigentlich so ziemlich überhaupt nichts wiegt. Und, ja, die mache ich trotzdem fertig. Warum? Weil ich es kann. Ach so, ja, was ich wahr machen wollte. Eben die weniger Zeit. Also ich werde 5 Minuten wahrscheinlich jetzt bei jedem Video abziehen. Und mache nur noch 20 Minuten Videos, wie Puga zum Beispiel auch. Nein, 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 nein! Ihr seid nicht nett zu mir. Oh Gott, jetzt kommt der blöde Pariermeister wieder. So Leute, Ende Gelände, sag ich euch. Oh, ihr nervt. So, zur Schandstadt. Darunter. Ja, genau, ich wollte noch was machen. Yay, jetzt weiß ich wieder. Super, ich habe mir nämlich extra was vorgenommen. Und dazu müssen wir zu den Ruinen von Neulondo. Ich will euch nämlich was zeigen, was ich die ganze Zeit auch vergessen habe. Aber da nach dem nächsten Boss die Möglichkeit besteht, dass wir unsere Estus-Verkors wieder verbessern mit Feuerhüterin-Seelen. Wir schon eine Seele haben, wollte ich einfach noch eine zweite dazu holen, Leute. Ja, eine zweite schöne Seele. Lalala. Wunderschön. Das machen wir jetzt. Und dazu müssen wir in die Ruinen von Neulondo, was genau passt, denn wir müssen dort sowieso hin, um zur Schandstadt zu gelangen. Dort werde ich dann auch nochmal sterben. Na, das ist schlecht. Ich werde versuchen, nicht zu sterben, okay? Ich habe es noch nie gemacht, deswegen werde ich wahrscheinlich unglaublich heftig abkratzen, aber hier ist kein Leuchtfeuer. Vielleicht sollten wir erst zur Schandstadt 1 gehen. Sollen wir das schnell machen? Ach, mit 20 Minuten ist das Blöde natürlich. Wir haben weniger Zeit. Weniger Zeit, was zu erleben. Das heißt, es muss alles ein bisschen kondensierter sein und ich bin damit ja noch nicht so, ne? Mal gucken. Ja, vielleicht hänge ich auch noch ein paar Minuten immer dran. Keine Ahnung. Also ich will aber jetzt so in die Richtung 20 Minuten gehen, weil ich dann alle 4 Videos, die ich aufnehme, im Grunde in der Zeit, die ich dafür gebraucht habe. Jetzt ist der blöde Aufzug nicht da. In der Zeit, die ich dafür gebraucht habe, im Grunde ein Video extra machen kann. Das ist schon viel wert, wenn man sich mal überlegt. Ja, ich finde es auch schade. Aber wenn man dann noch bedenkt, dass die Renderzeit runtergeht und das merkt man dann schon, zumindest aus meiner Sicht. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Manche wollen ja sogar lieber 20 Minuten Videos, was ich gar nicht verstehen kann. Oder am liebsten noch weniger. Aber gut, wenn man halt viel zu tun hat, ne, dann ist so 20 Minuten mal eben schnell noch zwischenzuschieben besser als so 25, 30. Ja, das ist natürlich verständlich. Welche Ringe haben wir überhaupt an? Die. Oh, ich glaube, die brauche ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir einfach mal versuchen sollten, dort nicht risky durchzulaufen. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das Item dafür habe. Warte mal. Ne. Uns fehlt ein Item dafür. Gut, dann muss ich es halt so versuchen. Ich habe es noch nie gemacht, Leute. Also, das schon. Nein, ich habe diese
diese Art, das zu bekommen, jetzt noch nicht versucht vorher. Da ist auch nichts mehr drin, das haben wir schon geholt, okay. Ja, denn das Schöne an diesen Ruinen ist... Oh Gott, ich werde so sterben. Das Schöne an diesen Ruinen ist, dass man hier Geistern begegnet. Ja, Geister sind ja was ganz Tolles. Weil, sie sind ja nicht physisch. Ja, da ist schon der erste. Hallo. Wo geht's denn überhaupt dahin, wo ich hin will? Das heißt, wir können sie nicht schädigen, außer... Und das ist der große Trick dabei, außer... Boah, nein, hier geht's nicht lang. Oh, was ist das denn? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo es lang geht. Ich renne jetzt einfach mal durch und hoffe, dass ich irgendwo ankomme, wo ich auch hin will. Nee, aber das war ganz am Anfang. Das war nicht so weit weg. Da hinten ist es doch, ich sehe es doch. Ach, Leute. Ich bin so verpeilt. Ja, ganz hart, mein Freund. Ich glaube, was ist hier lang? Wo ist denn... Oh nein, ich bin so doof. Jetzt muss ich die Geister die ganze Zeit durch die Gegend locken. Ich fühle mich wie in Super Mario World. Da auch nicht. Achso, wartet mal. Und hier. Hallo Geister, ihr seid doof. Au, und ihr tötet mich direkt. Das ist super. So, nehmen wir mit. Wow, hier kommen direkt noch mehr. Deswegen werde ich jetzt auch sterben. Ja, tot, tot. Ist egal. Macht gar nichts. Jetzt sind zwar die Seelen weg, die wir bei der Hydra verloren haben, aber komm, das macht nichts. Ich wollte nur die Feuerhydra-Seele, da habt ihr gesehen, wo man sie kriegt. Nachdem ich 2 Minuten lang sinnlos durch die Gegend gerannt bin. Jetzt gehen wir auf den schnellsten Weg zur Schandstadt. So. Ach Gott, Leute. Das war wieder ein guter Anfang hier. Erst sinnlos mal hier oben verreckt und dann sich nochmal da unten geopfert. Na gut. Passiert. Ach, ich habe den Aufzug nicht zurückgeschickt. Ich bin so doof. Ja, da muss man durch. Da muss man durch. Es geht halt jetzt gerade etwas langsamer voran. Die lassen wir jetzt einfach mal stehen. Ihr seid doof. Ich mag euch auch nicht. Okay. Aber wir haben schon mal gesehen, was da auf uns zukommt. Das ist vielleicht auch mal ganz schön, mal ein bisschen was von einem neuen Gebiet zu sehen. Da könnten wir sogar jetzt schon richtig agieren. Und sogar diesen Gebietsboss legen, aber nein. Traue ich mir nicht zu. Ich habe die noch nie besiegt, diesen Gebietsboss. Also es sind, ja, das Ding. Das Gebietsboss-Teil. Bla. Habe ich noch nicht einmal besiegen können. Oder beziehungsweise ich habe es noch nicht mal versucht. Deshalb traue ich mir das nicht zu, da einfach hinzugehen und die niederzumetzeln. Ich habe noch nicht mal das Gebiet wirklich, bin ich noch nicht mal angegangen. Ja, da werdet ihr euch noch auf was freuen können. Auf viele, viele Tode wahrscheinlich. Ja. Obwohl, ich muss sagen, ich bin am meisten gestorben in der Stadt der Untoten. Und dann nochmal unten in einem anderen Gebiet, zu dem wir auch noch kommen werden, wenn es an die zweite große Aufgabe in diesem Spiel geht. Aber da bin ich am meisten gestorben, Leute. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn einmal die Steuerung so ein bisschen sitzt, dann ist das kein Ding. Dann kommt man hier auch eigentlich ganz gut durch. Vor allem, weil es halt auch so unglaublich viel Motivation da bringt. Das meint man gar nicht. Ich hätte jetzt auch noch versuchen können, einfach mal die Geister zu blocken. Denn, mit dem guten Videogame-Impact habe ich dann mich ein bisschen diskutiert. Weil eigentlich dürfte es nicht gehen. Eigentlich habe ich das auch bei Bruger immer gesehen, dass sie durch den Block durchschlagen. Einfach, weil die sind ja nicht physisch. Aber... Er meint, es ging. Ich habe jetzt auch bei ihm nicht genau darauf geachtet, ob das ging. Dass man die einfach auch ohne dieses Item, das man benötigt, einfach so blocken kann. Müsste man mal testen. Testen. Okay, wir gehen wieder wie gewohnt hier hoch zur Schandstadt. Oder in Richtung der Schandstadt. Und der gute Orego X sei hierbei mal gegrüßt. Hat gemeint, ja, hier gibt es wirklich das Set von... Nicht Yuria, sondern wie heißt die alte hier? Ja, das ist jetzt eine andere Hexe, aber von so einer Hexe. Und man müsste aber vorher irgendwas Bestimmtes machen, wo er auch nicht wüsste, was es war. Und ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt. Ja, aber anscheinend gibt es dieses Set hier. Und bei Bruger, da war das Set sehr früh da, deswegen wundere ich mich. Jetzt kommen wieder beide, oder? Komm. Schon schweck, mein Freund. Was ich auf jeden Fall noch in diesen Part jetzt reinbringen werde, ist... Das ist toll. Okay. Das wird sein eine kleine Beschwörung. Wow, 4 Schläge, sind die tot. Das ist ja geil. Machen wir nochmal einen
schön. Backstab mit 457 Leute. Seht ihr schon mal den Unterschied hier zum geraden Drachenschwert? Absolut Hammer. Wir hätten natürlich auch das Schwert einfach aufrüsten können. Das wäre auch kein Problem gewesen. Aber es bringt es jetzt nicht so sehr. Wir werden auf jeden Fall heute noch invasiert werden. Und ich würde gerne mich auch beschwören lassen für diesen Boss. Einmal wenigstens. Muss ich mal gucken. Ich werde es mal ausprobieren. Jetzt offscreen dann. Und wenn ich so in 10 Minuten beschworen werde oder so, werde ich es in die Aufnahme reinbringen. Ansonsten... Obwohl es ein bisschen schwierig ist, da ich das hier ja mit Fraps aufnehmen muss. Leider. Leider. Ja, es ist halt ein bisschen blöd. Weil ich Audacity halt anhaben muss und dann muss ich so viel rumschneiden bei der Audiospur und so. Und muss dann halt vor allem hier auch ein Signal setzen, dass ich weiß, wo ich cutten muss. Denn ich kann ja da nicht raustappen und so, wenn ich beschworen werde, dann wird das ja abgebrochen, denke ich. Auf alle Fälle wäre es ziemlich kacke. Hier laufen nicht viele rum, also schätze ich auch, die Beschwörung wird nicht klappen. Oh. Ich glaube, das mit der Beschwörung können wir sowieso abhaken, denn ich kann gar nicht beschworen werden. Ich habe mir das Item gar nicht geholt. Darum wollte ich auch in die Stadt der Untoten nochmal. Naja. Okay, ein andermal vielleicht. Mal gucken. Es gibt ja noch einen anderen großen Boss, bei dem sicher gerne Leute beschworen werden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Au. Könnt ihr nicht mal so. Könnt ihr nicht mal ein bisschen netter sein zu mir? Schaut doch mal, ihr kommt immer an und ich beseitige euch immer fein. Sind hier alle glücklich? Nein, komm runter. Komm, tiefer, tiefer, tiefer. Ja, nein. Oh, diese blöden Viecher. Komm, ja, down. Dankeschön. So, haben wir sie alle erledigt? Sehr gut. Ich werde jetzt erst zum Feuer gehen. Und dann versuchen, diese Rüstung zu holen. Ich weiß, ich bin schon 50 Mal daran vorbeigelaufen. Ich hätte es mir schon so oft holen können. Aber ich will mir das mit dem Glitschen nicht antun. Nicht jetzt. Da geht's nicht runter, oder? Geht's hier runter? Ja, aber ich glaube, ist das hier die Stelle dafür? Nein, das ist eine tiefer. Ach, seht ihr, ich bin schon ganz verwirrt. Wir haben auch da oben was vergessen, nämlich auf einem dieser, da dieser Brückenelement oder whatever, diese Stützelemente, war auch noch ein Item. Da bin ich aber gar nicht hingekommen. Ein bisschen doof. Hm. Ich bin überlegen, ob ich da nochmal hingehe und das nachhole, aber das sind irgendwie keine wichtigen Sachen. Seid versichert, Leute. Wenn ihr das selber spielt, werdet ihr euch hier sicher auch mehr umschauen. Ja. Habe ich natürlich auch vor, mich hier gründlich umzuschauen, aber wenn ich was übersehe, dann ist es halt so. Ach ja, ich habe noch eine schöne Nachricht. Für alle, die sich über Games von Windows Live ärgern und dass sie mit dem PC spielen. Es wird abgeschafft, offiziell. Also es ist ja schon länger bekannt, dass es offiziell abgeschafft wird. Aber, das ist der Clou. Am 1. Juli ist der Termin und für Dark Souls werden sie einen Patch wahrscheinlich rausbringen. Zumindest hat die Firma Namco Bandai gesagt, wir schauen uns das an und gucken, was man dort machen kann. Das heißt, es wird wahrscheinlich einen Patch geben, dass Games for Windows Live rausgepatcht wird und man dann trotzdem weiterspielen kann. Das ist doch schon mal schön. Aber was wir jetzt brauchen, ist erstmal das, was mich wahrscheinlich den Kopf kosten wird. Ich hätte ja gerne das Item, das ich haben will. Ach, ich hab doch, warte mal, das hab ich doch. Ja, da ist es. So, benutzen. Wir werden uns jetzt menschlich machen, denn dann wird hier etwas passieren. Wahrscheinlich werde ich von irgendeinem Arsch invasiert. Und der wird mir deftig eine auf die Klöten hauen. Aber ich hoffe, dass ich jetzt von einem NPC invasiert werde. Ich weiß noch gar nicht mehr, wo sie kommt. Ist das ein weiblicher Charakter? Ich hoffe, sie kommt nicht, wenn ich gerade am Kämpfen bin. Und ich sollte was gegen Vergiftung dabei haben, merke ich gerade. So. Dankeschön. Futter? Nein, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Blöden Viecher. So. Lass mich alle in Ruhe, ihr Blöden. Okay, wo kommt sie nochmal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen blöd hier rumrennen. Ach, seht ihr, was ich auch noch vergessen habe, ist jetzt beim Farmen hätte ich auch noch ein bisschen was, keine Ahnung, 20.000 nochmal farmen können oder so, dass ich, die... Ah, da!
da ist die Mildred. Da kommt sie. Yay, ich bin versichert. Yay. Da ist sie. Habt ihr sie gesehen? Da hinten läuft sie rum. Haha. Die gute Mildred. Ja, ihr seht, sie hat ein großes Schwert. Das ist der Metzger, meine ich. Sie kann irgendwie so gar nichts. Sie hat es nackt ein bisschen üppiger gebaut. Und hat nur so ein popliges, Holzschild. Sie wurde besiegt und wir kriegen irgendwas, was mir jetzt noch verdeckt wird, weil hier blöd und so. Menschlichkeit, noch ganz viel, das Schlachtermesser. Sehr gut. Das ist das der Metzger und ja, läuft. Was sie jetzt noch machen müssen, ist zum Boss gelangen. Denn das Schöne ist, wenn ich menschlich zum Boss komme, was ich hoffe, aber wir haben jetzt ein bisschen Menschlichkeit wieder gesammelt, dann können wir Mildred jetzt beschwören. Sie macht dich wirklich Schaden gegen den Boss. Oh, guck mal hier. Hallo, Freunde. Au. Natürlich bleibe ich genau vor ihm stehen, dass er mich auch super trifft. Ja, wirf doch deinen Scheiß, du Pensor. Au, jetzt schlägt er mich schon wieder, weil ich nicht wegkam. Okay, komm, stirb. So. Oh, das war Glück. Der hätte mich nämlich auch erwischen können. So, dann können wir sie beschwören. Sie kann nicht viel, aber sie ist eine gute Ablenkung für den Boss. Natürlich nehme ich dieses blöde Item auf. Ich bin ja so doof heute. Heute ist nicht mein Tag. Wieso will ich wirklich diesen Boss machen? Ich wollte drei Folgen Dark Souls aufnehmen, Leute. Das geht gar nicht. Wie sie echt unverwundbar sind, während sie ihren blöden Stein aufheben. Ich glaube, es hackt. Das ist ein doofen Jauchenküchlein. Komm, futter noch was. Wir haben gut gefarmt. Jetzt können wir uns erlauben. Hier liegt nämlich noch was, das wusste ich noch. Weil ich sonst nie in diese Ecke gehen würde. Die Riesenkeule. Ja, die brauchen wir auch nicht. Die haben wir eigentlich schon mal gedroppt bekommen. Das ist schön, dass sie hier noch rumliegt. Ja, okay, da sind nochmal diese Steinwerfer, wie ihr seht, aber wir müssen dort leider hin. Und ich will dort unbedingt menschlich sein. Bedingt. Ich will euch jetzt nämlich zeigen, dass man Mildred da beschwören kann. Außerdem ist es dann für mich ein bisschen einfacher. Aber echt nur minimal, Leute. So, normalerweise habe ich die hier immer gemacht, indem ich einfach mit Seelenpfeilen auf sie geschmissen habe, bis sie down gegangen sind. Ja, komm, du doch auch noch, mein Freund. Du doch auch noch. So, während der andere aufsteht, machen wir ihn fertig. Oder auch nicht, weil er nicht gebackstabbt werden will. Aber dann kann der uns schon mal nicht mehr so viel tun. So. Das Schöne ist halt, dass man, wenn man gerade in so einem Backstab ist und verwundbar ist. Ja, hol dein Mist, du Sack. Die sind so schweinisch, ey. Aber wenn man sie absticht, ist man zumindest vor dem anderen sicher, der hinter einem kommt. Solange wie das Abstechen dauert. So, und der ist jetzt auch weg. Ja, hol dein Sheet. Hahaha, und den dritten besiegt. Yay! Ach, wieso kommen die Viecher jetzt wieder? Ich dachte, ich hätte euch alle. Okay, so, haben wir. Wir sammeln hier noch ein, was wir uns liegen lassen. Das ist ja auch okay, ich lerne wieder mal nur. Ja, ist nicht so schlimm. Okay, aber was heißt nicht so schlimm? Ja, es bringt halt nicht viel, aber es ist halt auch nicht blöd oder so. So, hier können wir nicht mehr vergiftet werden. Jetzt will ich schnell zum Boss. Wir haben noch 7 Estus, das dürfte eigentlich reichen. Wir probieren es jetzt noch in dieser Folge. Brauchst Trost? Ja, ich brauche immer Trost. Ich bin so traurig. Ja, schaut mal hier, was hier rumliegt. Das ist die sind wie eigentlich, oder wie der Typ heißt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Mit dem Sturz angreifen. Ja, wie willst du das denn bitte machen? Kannst ja nicht springen, nicht wirklich. Die sind mit so einer Eierpest verseucht und so. Naja. Ne, passiert. Wir beschwören uns jetzt hier, seht ihr. Mildred, yay! Hallo Mildred, und machen dann diesmal diesen schönen Boss. Laut Chaos Carter soll sie stärker geworden sein. Die gute Alte. Ja, ich werde jetzt überziehen, ist mir egal. Ich versuche den Boss jetzt einmal. Die Zeit ist nämlich eigentlich schon rum. Hallo Mildred. Na, wie geht's dir? Alles fit? Super. Jetzt gehen wir mal. So, schaut ihn euch an. Ist das ein neues Intro? Ich weiß gerade gar nicht, ich habe mir das Intro nicht so gemerkt. Schaut mal. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm.
Das sieht man doch mal gerne, oder? Nom nom nom. Dieses sexy Lächeln. Schön. Das ist die nette, oder doch nicht so nette, Chaos-Hexe Quelaag, die leider gegen Feuer immun ist, deswegen weiß ich, warum ich noch Feuer dabei habe. Weg, weg, weg! Ja, und Mildred legt sie hoffentlich ein bisschen ab. Während ich mir hier ein bisschen mit dem Feuer rumspiele, warum macht Mildred nichts? Hallo Mildred! Hättest du nicht mal Lust, hier ein bisschen Schaden zu machen, Mädel? Ja, und wie man sieht, die kann durch ihre eigene blöde Lava durchrennen. Es gibt noch einen Trick immer. Was ist denn jetzt los? Oh, scheiße, ich muss hier weg. Oh, nein, 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 Feuer, 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 Feuer! Lass mich aus diesem Feuer raus, verdammt. Es gibt noch einen Trick, wie man sie als Nahkämpfer besiegen kann. Indem man einfach verdammt nah an ihr bleibt. Ah, seht ihr, Mildred kriegt aber nicht so wirklich Schaden. Man muss einfach ganz nah an ihr bleiben, an den Beinen rechts oder links vom Kopf. Und dann kann sie einen gar nicht treffen. Oh Gott, nein, nicht mich, nein, nein, böse. Böse. Ganz böse, ganz böse Quelaag. Sowas macht man nicht, das ist nicht nett, das ist nicht nett. Sei schön lieb, lass dich von mir... Was, what the fuck, warum wird er nicht... Warum hat er nicht getroffen? Lass dich von mir schön töten, dann ist alles gut, dann sind wir alle glücklich. Ja, kümmere dich um Mildred, das finde ich super. Es verschafft einem halt ein bisschen Raum, wenn man Mildred hier beschwört, weil sie hin und wieder auch mal sie angreift. Wenn sie denn irgendwann mal schafft, Schaden zu machen. Was, wie man sieht, nicht wirklich häufig der Fall zu sein scheint. Au! Wieso hat er getroffen? Ich habe auch kein Feuerschwert dabei. Feuerschild, ich bin doof. Ist egal, brauche ich nicht. Ich bin ja auch Magier. Wie Mildred einfach sich hinter mich rollt, hallo? Ich glaube, du willst mich wohl rollen hier. Ja. Boah, der war knapp. Der war knapp. Das Schöne ist, wenn wir sie besiegt haben, wird diese Welt noch viel geiler. Finde ich. Weniger diese verseuchte Trostlosigkeit und mehr einsame Trostlosigkeit. Versteht ihr, was ich meine? Nein, wahrscheinlich noch nicht, aber das wird kommen. Oh, ja moin. Ja moin, du wirst mich jetzt nicht noch töten, Baby. Jetzt ist nämlich dein Ende. Oh Gott, scheiße. Okay, wir gehen mit dem Schwert ran. Der letzte Stoß kommt mit dem Schwert. Mein Mädchen, komm her, Baby. Oh nein, nicht Mildred. Mildred hat sie getötet. Na gut, danke, dann warst du wenigstens was Nütze. Ich wollte sie aber töten, ist egal. Leute, wir haben die Hexentochter Quelaag besiegt. Jawohl. Xena-Kampfschrei. Tschüss, Mildred. Ich habe keine Ahnung, wie man die Gesten macht. Das hätte ich noch eine gemacht. Wir haben 20.000 Seelen. Damit könnten wir zum Beispiel die, die Flamme aufrüsten. Achso, das ist übrigens kein Handschuh, das soll einfach nur eine Hand darstellen, die rot ist durch das Glimmen der Flamme. Nur mal so, also so ist das zumindest jetzt meine Interpretation einfach mal. Geschafft, yay! Der Xena-Kampfschrei von Uga, ich finde den so geil. ja Leute, das war der nächste fette Gebietsboss, die war ja mal leicht, oder? Das war doch cool. Ja, Kommentarbewertung, ihr wisst, wie es ist, ne? Und, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann schauen, was dort hinten auf uns wartet. Ja, Leute, seid gespannt, es wird cool. Bis dann, sag ich mal. Tschüss.